Schönen guten Morgen hier bei der ADZ. Nach der langen Nacht gestern Abend, oder war die für die meisten gar nicht so lange? Frage, hat mich jemand gestern früher gehen sehen als sich selber? Okay, ja, einer ist dabei. Ich habe es mir fast gedacht. Gut. Aber es sehen ja alle recht frisch aus. Ich bin's auch, Gott sei Dank. Herzlich willkommen zu meinem Talk. Im ersten Talk heute hier. Ich habe heute Abend oder heute Nachmittag noch den letzten Talk über ein ganz anderes Thema, dem TFS und so weiter. Aber heute wollen wir über Solid sprechen. Solide, solide Code. Wie schreiben wir den in C-Sharp? Beziehungsweise, was gibt es da, worauf man aufpassen kann? Was gibt es da für Prinzipien? Darüber wollen wir gleich anfangen zu sprechen. Als erstes möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Marco Behlmann. Ich komme aus Sindelfingen, das liegt bei Stuttgart, so 20 Kilometer südwestlich von Stuttgart, und arbeite in Böblingen, das liegt so 20 Kilometer südwestlich von Stuttgart. Also ist im Prinzip eigentlich eine Großstadt in sich, aber das kann man da den Einwohnern nie sagen, weil da wird man gleich gesteinigt. Bei der Firma Philips Medizinsysteme. Wir stellen, also wir produzieren in Böblingen und entwickeln in Böblingen kleinen Kerlchen hier, sogenannte Patientenmonitore, intensivmedizinische Geräte. Und ich möchte niemanden hier im Saal gönnen, dass er jemals an so einem Gerät hängt, denn Geräte dieser Klasse hängen typischerweise in OPs. Gut, das kann man manchmal nicht verhindern, aber vor allem auch in Intensivstationen. Mein Arbeitsbereich ist nicht, was man der rechte, also das, die sogenannte Realtime bei uns, ja. Das ist ein Embedded Device, das heißt, da läuft ein Echtzeitbetrieb drauf. Ich beschäftige mich mit PC-Software, ich beschäftige mich mit Systemlösungen und arbeite da in dem Bereich vor allem Kommunikation mit diesen Geräten. Und ein ganz schönes Beispiel ist, wie man zum Beispiel diese Geräte auch miteinander kombinieren kann. Und das ist genau das. Wir haben ein solches Gerät, wir haben einen Realtime-Teil und da drin ist noch ein extra PC verbaut. Also ist so eine, ja, so ein kleine Box, das ist ein PC für sich, in diesem Gerät hinten drin mit rein verbaut. Denn die Kunden möchten nicht, dass sowas auf einem Windows läuft. Kann das einer verstehen? Okay, gut. Und dafür macht man dann zum Beispiel auch spezielle Software, die zum Beispiel sorgt, dass man an das Gerät eine Maus und eine Tastatur anschließen kann und die wird an den PC angeschlossen. Und dann macht man Software, die dafür sorgt, dass wenn die Maus sich hier so langsam rüber bewegt, sie auch auf dem Realtime-System zu bedienen ist. Also die läuft dann einfach hier so rüber, smooth. Man drückt dann hier auf den Knopf, dann geht Menü auf, man kann mit Tastatur drücken, alles mit dem Ding machen. Also das ist der, den man auf dem PC macht. Des Weiteren machen wir auch noch Systemlesungen, das heißt Daten, die von dem Gerät kommen, in irgendwelche Krankensysteme reinpumpen und so weiter. Das ist das, was ich wirklich mache. Nebenbei gehe ich dann auch auf Konferenzen, so wie hier, spreche über verschiedene Themen. Ganz, ganz gerne spreche ich auch über RX. Da hatten wir gestern den Kerry, der auch über Reactive Extensions gesprochen hat. Darüber habe ich schon einige Sessions auch gemacht. Und ja, interessiere mich dann noch für den Themen, die da sonst so stehen, aber eigentlich auch noch für viele andere Themen. Gut, soweit zu mir. Noch Fragen? Oh ja, stimmt. Ich hätte es fast vergessen. Das vergesse ich wieder. Deswegen habe ich diesmal extra einen Step mit reingebaut. Also wer Interesse an sowas hat, ja, wir suchen aktuell noch Leute. Um es gleich dazu zu sagen, ich bin nicht derjenige, der diese Personen auswählt. Also ich bin nicht derjenige, der Nein oder Ja sagt, sondern das macht mein Chef. Ich bin in Anführungsstrichen einfach nur Entwickler. Ich will nur entwickeln und deswegen spreche ich heute auch genau zu diesem Thema hier über Code. Aber wer sagt, das ist eine coole Sache, kann man sich mal anschauen. Und wer zu viel Geld verdienen will, nein, natürlich nicht. Nein, nein, nein. Es ist okay. Gut, okay, kommen wir zum Thema. Schlechter Code. Schlechter Code ist das, was uns aufhält. Wer kennt das in der Entwicklung? Keiner? Gut, ja, die Händchen gehen hoch.
Doch, du darfst auch. Ich kenne das auch und ich bin auch jemand, der schlechten Code geschrieben hat und ich gehe auch nicht davon aus, dass ich das verlerne. Ich werde mit Sicherheit in Zukunft auch nochmal immer mal wieder schlechten Code schreiben. Aber das ist halt wirklich beraubend. Es gibt so Untersuchungen, die sagen, die reine Entwicklungszeit, die man als Entwickler hat, da ziehen wir dann nochmal die Meetings von ab, da ziehen wir dann vielleicht nochmal irgendwelche Requirements Engineering von ab, da ziehen wir dann nochmal ein bisschen Testing ab. Und dann hat man die reine Entwicklungszeit und davon 70% ist nur der Aufwand, um den existierenden Code zu lesen und zu verstehen. 70%. 30% macht man dementsprechend Änderungen im Code, erweitert ihn. Das passiert bei schlechtem Code. Ja, das macht nichts, Sie gehen gleich wieder an. Ist auch so. Kommt keine Folie dazu. Ist einfach ein bisschen freireden. Das ist das, was uns, was Code anstellen kann. Er kann dafür sorgen, dass unsere Entwicklung, dass die Zeit, die wir für den Entwickeln brauchen, immer mehr steigt und damit wir vielleicht auch bestimmte Releases rechtzeitig fertig bekommen, weil unsere Planung dann nicht mehr stimmt. Was zeichnet denn schlechten Code aus? Das ist eigentlich schon die falsche Bezeichnung, also auszeichnen schlechten Code. Was charakterisiert schlechter Code? Weiß das einer? Zu viele Zeilen einer Methode, richtig. Schlecht wartbar, genau. Schlecht testbar, richtig. Also schlechter Code ist in erster Linie, vor allem, wenn man das erste Mal drauf schaut, schlecht lesbar. Ja? Man schaut auf den Code. Okay. Oh. Manchmal stellt man sich dann die Frage, mein Kollege kennt das. Hat das eigentlich schon mal funktioniert? Ja, irgendwie hat es offenbar funktioniert. Aber das ist immer schon so ein erstes Zeichen. Oh, also mit dem Code ist irgendwie irgendwas nicht so richtig in Ordnung. Gibt es noch was, was schlechten Code auszeichnet? Was passiert, wenn man schlechten Code ändert? Wechselwirkung funktioniert nicht mehr. Also eine Eigenschaft ist meistens, dass wir an bestimmten Stellen im schlechten Code isoliert jetzt was ändern. Wir schauen, ja, müsste eigentlich funktionieren. Probieren es aus, es kompiliert vielleicht sogar, testen es, geht der Test schief und man merkt, ah, okay, ich habe es hier geändert, also muss ich es auch da ändern. Man ändert es, nächste Iteration. Oh, an der Stelle muss ich auch noch was ändern. Also man an einer Stelle was, ganz, 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 ganz vielen Stellen muss man auch Sachen ändern. Ja? Es kompiliert nicht oder es gibt halt Probleme. Auch das ist immer ein Zeichen, dass der Code nicht so richtig, richtig smooth, richtig schön ist. Und das kommt auch immer wieder zu solchen Situationen, dass der Chef kommt vom Kunden und sagt, boah, ich war beim Kunden, da ist die aufgetreten, da müsst ihr unbedingt mal nachgucken. Also man schaut nach, guckt sich die Stelle an, versucht zu reproduzieren, kriegt es auch hin. Schaut sich die Codestelle an, der Chef kommt rein und? Wie lange? Oh, eine Woche. Ja, ich muss ja mal. Windows 10, das ist neu für mich. Also der Chef kommt rein, fragt, eine Woche sagen wir. Und dann fangen wir an und dann passiert genau das, was ich vorhin erzählt habe. Ja? Man muss da ändern, da ändern, da ändern, da ändern. Kommt der Chef und sagt, und? Ja, so ein bisschen brauchen wir noch. Und dann wird aus der einen Woche, werden dann ganz schnell mal 3 Wochen. Und dann im nachträglichen Gespräch sitzt man dann beim Chef und er fragt dann, ja, und? Was war jetzt? Also, ne, woran hat es gelegen? Und dann kann man als Entwickler immer schön sagen, ja, besser als gedacht. So? Stimmt. Also auch das ist so eine Ausprägung von schlechten Code. Vorhin hatten wir das schon. Der Code kann brechen. Das ist so eine andere Eigenschaft. Wenn wir Code ändern, schlechten Code ändern, dann ändern wir hier was, lassen es laufen, wir testen es, es funktioniert, wir liefern es aus, spielen es beim Kunden auf und an einer ganz anderen Stelle, da knallt. Da bricht es auf einmal. Das ist auch, was schlechter Code ausmacht. Also das kann